Amen. Amen. So we yesterday we began our consideration of the symbols of the midnight cry. Also gestern haben wir damit angefangen, die Symbolik des Mitternachtsrufes anzuschauen. And we started looking at the ensign. Und wir haben angefangen, uns über dieses Banner zu unterhalten. And if you remember, we identified ensign as God's people. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben aufgezeigt, dass dieses Banner Gottes Volk darstellt. It's God's people that according to Zechariah 9. Und es ist Gottes Volk, das im Bezug oder in Zechariah 9, Kapitel 9, are raised up to bring down Greece. Erweckt wird oder aufgebracht wird, um Griechenland zu stürzen. And who according to Jeremiah 51, und in Jeremia 25 are God's weapons of war. Sehen wir, dass dieses Banner Gottes als Waffe gebraucht. That he uses to bring down modern Babylon. Und diese Waffen benutzt er, um dieses moderne Babylon zu stürzen. We went to Isaiah 62. Und wir sind dann zu Jesaja 62 gegangen. Which allowed us to locate this prophetic symbol in the line of history. Und dieses Kapitel hat uns dann geholfen, dieses Symbol auf der Linie der Geschichte zu platzieren. And reasoning from the macro level or general level. Und wenn wir, als wir auf der generellen Ebene das alles angeschaut haben, we see that the ensign is located at the midnight cry. Dann sehen wir, dass dieses Symbol des Banners am Mitternachtsruf platziert wird. The ensign is Jerusalem, God's church triumphant. Dieses Banner ist dieses Banner ist Gottes Volk, ist Jerusalem. And we saw that Jerusalem is established on the first day of the fifth month. Und wir haben gesehen, dass Jerusalem bestätigt wird am ersten Tag des fünften Monats. Which is the midnight cry. Welches der Mitternachtsruf ist. We began to speak about the experience and character of the ensign. Wir haben angefangen, uns über diesen Charakter und die Erfahrung des Symbols des Banners zu unterhalten. And we looked at Millerite history. Und wir haben uns die Milleritengeschichte angeschaut. Where we saw that the proclamation of the midnight cry led to a revival of the living testimony. In der wir dann gesehen haben, dass die Verkündigung des Mitternachtsrufes zu einer Erweckung führte unter Gottes Volk. We began to identify what the living testimony is. Und wir haben gesehen, was dieses lebendige Zeugnis ist. And we identified this living testimony as God's law perfectly reflected in the lives of his people. Und wir haben aufgezeigt, dass dieses lebendige Zeugnis beinhaltet, dass der Charakter vollkommen das Gesetz Gottes widerspiegelt. And this is the point at which we'll pick up our study. Und das ist jetzt nun der Punkt, wo wir unser Studium wieder aufnehmen werden. So we read Adventist Home 519. I think maybe that was our last quote. Which page? Page 40 of your notes. Und auf Seite 40, wo wir dann Adventist Home, Seite 519, haben wir aufgehört zu lesen. And I'll read it in your hearing. Und again? I'll read it in your hearing. What does that mean? I'm going to read it now. Oh, okay, und ich werde es jetzt noch, ich werde es jetzt lesen. And it says, wonderful scenes are opening before us, and at this time a living testimony is to be born in the lives of God's professed people, so that the world may see that in this age, when evil reigns on every side, there is yet a people who are laying aside their will and are seeking to do God's will. A people in whose hearts and lives God's law is written. Wundervolle Szenen eröffnen sich vor uns, und zu dieser Zeit muss ein lebendiges Zeugnis in die Leben von Gottes bekennendem Volk getragen werden, damit die Welt sehen möge, dass es in diesem Zeitalter und in dem das Übel auf jeder Seite regiert, doch ein Volk gibt, das ihren Willen beiseite legt und danach trachtet, Gottes Willen zu tun. Ein Volk, in dessen Herz und Leben das Gesetz Gottes geschrieben steht. So this passage again is identifying the living testimony as the truth born out in the lives of his people. Also dieses Zitat zeigt uns wieder auf, dass dieses lebendige Zeugnis darin besteht, dass die Wahrheit in dem Leben ausgelebt wird, in dem Leben vom Volke Gottes ausgelebt wird. And I don't think we can emphasize the point enough. Und ich denke, wir können da nicht genug diesen Punkt der Bedeutung schenken. That if we are going to reflect Christ then, dass wenn wir Gottes Charakter dann reflektieren werden, if we're going to keep God's law then, wenn wir Gottes Gesetz halten werden dann zu diesem Zeitpunkt,
We ought to be keeping it today. Dann müssen wir es schon heute halten. And growing in sanctification day by day. Und wir müssen in dieser Heiligung täglich wachsen. This is the work that is incumbent upon us at this time. Dies ist das Werk, das wir vollbringen müssen zu dieser Zeit. Let's look at Adventist homepage 519, paragraph 5. Also lasst uns jetzt zum nächsten Zitat gehen, Adventist Home, Seite 519, paragraph 5. And it says, God expects those who bear the name of Christ to represent him. Their thoughts are to be pure, their words noble and uplifting. The religion of Christ is to be interwoven with all that they do and say. God desires his people to show by their lives the advantage of Christianity over worldliness, to show that they are working on a high holy plane. Da heißt es, Gott erwartet von denen, die den Namen Christi tragen, ihn zu repräsentieren. Ihre Gedanken müssen rein sein, ihre Worte edel und erhebend. Die Religion Christi muss mit allem, was sie zu tun und sagen, verwoben werden. Gott verlangt von seinem Volk, durch ihr Leben die Vorteile des Christentums gegenüber der Weltlichkeit aufzuzeigen, zu zeigen, dass sie auf einer erhabenen, heiligen Ebene wirken. So this passage again, it's a continuation of the previous one that we read. Also dieses Zitat kommt nach ist ein Folgezitat von dem Zitat, was wir zuvor gelesen haben. And it's bringing to view that the thoughts of God's people are to be pure, their words noble and uplifting. Und es zeigt uns, dass Gottes Volk, die Gedanken Gottes Volks müssen rein und erhaben sein. The religion of Christ is to be interwoven with all that they do and say. Und die Religion Christi muss in allem verwoben sein, was sie tun. This is the living testimony. Das ist dieses lebendige Zeugnis. That is revived at the midnight cry. Welches erweckt wird am Mitternachtsruf. And is born in the lives of the Ensign. Und was in diesem Leben dieses Banners aufgezeigt wird. Let's read Matthew 24, verse 14. Lasst uns nun Matthäus 24, Vers 14 lesen. Why is this Ensign given? Warum wird dieses Banner gegeben? And it says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Da ist es, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis aller Völker, und dann wird das Ende kommen. The Ensign is given for a testimony to the world. Also dieses Banner wird gegeben als Zeugnis für die Welt. Because Christ does not judge without first giving warning. Denn Christus richtet nicht, wenn er nicht zuvor eine Warnung gegeben hat. He will not close the probation of this world and close the probation of every soul. Er wird nicht die Gnadenzeit der Welt oder auch jeder Seele zu Ende bringen. Before every soul has had sufficient witness. Wo er nicht zuvor schon genug jeder Seele Warnungen oder Chancen gegeben hat, sich zu bekehren. And has had more than a fair opportunity to choose between truth and error. Und dass jede Seele mehr als genug Möglichkeiten gehabt hat, sich für die Wahrheit zu entscheiden. To choose between who they will serve. Um sich zu entscheiden, wem sie dienen wollen. Christ or Satan. Christus oder Satan. But sometimes I think we have a maybe it's not communicated explicitly. Und manchmal denke ich, dass es vielleicht nicht ausreichend erklärt wurde oder rübergebracht wurde. But generally as Adventists, when we think of this verse that we just read. Aber wenn wir als generell als Adventisten diesen Vers anschauen. We imagine it's simply restricted to the work of evangelism. Dann denken wir, dass dies nur auf die Arbeit der missionarischen Arbeit begrenzt ist. But what is this witness that is to go to all the world? Aber was ist dieses Zeugnis, was zu allen Völkern gehen soll? Now on the top of page 41. Also auf der Seite 41. There's a quote from Testimonies volume 9 page 21. Da haben wir ein Zitat aus dem Band der Zeugnisse, das 9. Band, Seite 21, Paragraph 1. And it says, it is not only by preaching the truth, not only by distributing literature, that we are to witness for God. Let us remember that a Christ-like life is the most powerful argument that can be advanced in favor of Christianity, and that a cheap Christian character works more than harm in the world than the character of a worldling. Da heißt es, es ist nicht nur durch das Predigen der Wahrheit, nicht nur durch das Verteilen von Literatur, dass wir für Gott zeugen müssen.
Wir sollten uns daran erinnern, dass ein christliches Leben das stärkste Argument darstellt, das zugunsten des Christentums vorgebracht werden kann, und dass ein wertloser christlicher Charakter mehr Unheil in der Welt stiftet als der Charakter eines Weltmenschen. That is why when we read this passage, das ist nun, wenn wir dieses Zitat lesen, it is identifying that the witness that is to go to all the world, dann zeigt es uns auf, dass dieses Zeugnis, das an die Welt gehen muss, is the preaching of a shut door message. Dass es die Botschaft von einer geschlossenen Tür ist. But the truthfulness of this message will be witnessed to in the lives of those bearing it. Aber die Wahrheit dieser Botschaft oder dass diese Botschaft Wahrheit ist, wird sich im Leben derer, die sie glauben, widerspiegeln. In this message we need to understand that it is God's messages that, let me put it this way, it is God's messages that lead to the development of character. Wir müssen verstehen, dass es Gottes Botschaften sind, die uns zu einer Charakterentwicklung führen. It is the Holy Spirit, which is the water, es ist der Heilige Geist, der das Wasser ist, which is the rain, welches der Regen ist, communicated prophetic line upon prophetic line, der uns gegeben wird auf prophetische Linie auf Linie, which leads us into the experience of justification, sanctification and glorification, welche uns zu dieser Erfahrung der Rechtfertigung, Heiligung und der Verherrlichung bringt. So we understand the primacy of the truth in this movement. Also verstehen wir jetzt nun die Wichtigkeit oder dieses, was wir als an erster Stelle stellen müssen in dieser Botschaft. The truth is the prime thing. Die Wahrheit ist die allererste Sache. Martin Luther said, what do you say? He says, truth at all costs. Martin Luther sagt Wahrheit um jeden Preis. And he said something to the effect of, let there be war rather than have the truth compromised. Und er sagte so etwas Ähnliches wie, lass da lieber Krieg sein, als dass man Kompromisse eingeht. So we understand that, but I think we come from a position within Adventism. Und so verstehen wir das jetzt nun so, aber ich denke, wir kommen von einem Punkt im Adventismus oder von einer Seite, where we are told that God's true doctrine and prophecy are secondary, in welchem wir gesagt werden, dass Gottes Prophetie und sein Wort nur den zweiten Platz oder nicht so wichtig sind. To some sort of superficial idea of love and what it is to be a Christian. Und dann kommt diese Idee auf, dass Jesus sehr Liebe ist und superficial idea of love. Of love and what it is to be a Christian. Über die Liebe und was es heißt, ein Christ zu sein. And I think sometimes in reaction to that, und ich denke manchmal in Reaction, als Reaktion darauf, we can be in danger of going to the opposite extreme. Dann können wir, gibt es da diese Gefahr, dass wir in das andere Extrem gehen. And though we know all the lines in the doctrine, und auch wenn wir diese ganze Lehre und die Linie wissen, we fail at basic aspects of Bible Christianity in terms of how we treat each other. Dann verfehlen wir öfters auch die grundlegenden Prinzipien, was es heißt, ein Christ zu sein, wie wir miteinander umgehen. Because brethren, you cannot be a shepherd of the flock. Denn Brüder, ihr könnt nicht die Hirten der Herde sein. While you know theoretically all the advanced truths of God's word. Während man die ganzen Wahrheiten von Gottes Volk oder Gottes Wort kennt und weiß, theoretischen Wahrheiten kennt. While at the same time treating God's flock very poorly. Während wir zur gleichen Zeit Gottes Herde sehr, sehr kümmerlich behandeln. Treating human beings, steam rolling over anyone who has anything to say. Und wenn man da so einfach hinüber weggeht, über wenn irgendjemand irgendwas sagt. That you don't like. Was man und dieses Argument vielleicht nicht mag und dann einfach drüber weggeht. Christ identifies the qualities of a true shepherd. Christus zeigt uns auf, was die wahren Qualitäten eines Hirten sind. And it's not simply a knowledge of the doctrine. Und es ist nicht einfach nur dieses Wissen der Lehre. It also comes down to how we handle the souls that we come in contact with. Es kommt auch darauf zurück, dass wie wir mit den Seelen oder wie wir mit den Menschen umgehen und mit ihnen kommunizieren. Let's read on in 9 Testimonies, page 21.
Also lasst uns nun jetzt im Band, neunten Band der Zeugnisse weiterlesen. It says, not all the books written can serve the purpose of a holy life. Men will believe not what the minister preaches, but what the church lives. Too often the influence of the sermon preached from the pulpit is counteracted by the sermon preached in the lives of those who claim to be advocates of truth. Da heißt es, nicht alle Bücher, die geschrieben wurden, können dem Zweck eines geheiligten Lebens dienen. Menschen werden nicht das glauben, was ein Prediger predigt, sondern was die Gemeinde auslebt. Allzu oft wird dem Einfluss der Predigt, die von der Kanzel aus gepredigt wird, durch die Predigt in dem Leben jeniger entgegengewirkt, die vorgeben, Befürworter der Wahrheit zu sein. God's word is clear, amen. Also Gottes Wort ist sehr klar, richtig? Let's read John chapter 12, verses 31-33 as we continue the study. Also während wir hier nun weitergehen in unserem Studium, lasst uns Johannes 12, Verse 31-33 lesen. And it says, now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted from the earth, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. Heißt es, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Okay, there are a number of ways we could view this passage. Also es gibt jetzt verschiedene Arten und Weisen, wie wir diesen Text anschauen können. Well, lay out our line of history. Und ich lege jetzt hier unsere Linie unserer Geschichte. So Christ is saying, now is the judgment of this world. Also Christus sagt uns hier, dass hier das Gericht der Welt ergeht. And if we lay out the waymarks of our line, und wenn wir jetzt of Ezra 7:9, wenn wir jetzt die Wegmarken von Ezra 7, Vers 9 hier festhalten, and identifying how the line of Christ parallels these waymarks, und aufzeigen, wie die Linie Christi dieser zu also zu parallel steht. We know that at one level we could place the cross at the Sunday law. Wir wissen, dass auf einer Seite wir das Kreuz am Sonntagsgesetz markieren können. But we could also place the cross at the midnight cry. Aber wir können auch das Kreuz am Mitternachtsruf platzieren. As Christ was crucified in the midst of the week. Denn Christus wurde inmitten der Woche gekreuzigt. And as we discussed yesterday, at one level we could identify judgment at the Sunday law. Und wie wir gestern schon festgehalten haben, wir können auch Gericht am Sonntagsgesetz markieren. But when you look at the history of the priests, aber wenn man jetzt die Geschichte der Priester oder die Linie der Priester anschaut, judgment takes place at their third step. Dann ist Gericht oder ihr Gericht findet im dritten Schritt statt. Which is at the midnight cry, welches am Mitternachtsruf ist, where we also locate the cross, wo wir auch das Kreuz markieren. And Christ, in speaking of this, his experience at the cross, und wenn Christus nun über seine Erfahrung am Kreuz spricht, he's saying, now is the judgment of this world, and the prince of this world is being cast out. Da sagt er, jetzt ergeht ein Gericht über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. And he says, if he's lifted up, he'll draw all men to himself. Und er sagt, wenn er erhoben wird, dann wird er alle Völker oder alle Menschen zu sich ziehen. And Christ was lifted up on the cross. Und Christus wurde an diesem Kreuz erhoben. And he did indeed draw all men to himself. Und er hat dann auch alle Menschen zu sich gezogen. Because we read in Desire of Ages that after the crucifixion, denn im Leben Jesu lesen wir, dass nach der Kreuzigung, after the crucifixion, people were led to a study of the prophecies, to study the prophecies like they had never done before. Dass nach der Kreuzigung Menschen dazu geführt wurden, die Prophetie zu studieren wie noch nie zuvor. So Christ is the ensign that's lifted at the midnight cry. Also Christus ist dieses Banner, das am Mitternachtsruf erhoben wird, representing his people, welches sein Volk repräsentiert. But at the same time, Satan is cast out. Aber zur gleichen Zeit wird Satan hinausgeworfen. And we see that from this time period, from 9/11 to the midnight cry, und wir sehen, dass von dieser Zeitperiode, von dem 11. September bis zum Mitternachtsruf, this is the history of the church militant. Dann ist dies die Geschichte der der kämpfenden Gemeinden. The church with wheat and tares in it. Die Gemeinde, die Weizen und Unkraut beinhaltet.
But when we come to the midnight cry, the final separation takes place. Aber wenn wir dann zum Mitternachtsruf kommen, dann wird diese schlussendliche Trennung stattfinden. Between those who come to this point and have perfected righteousness in the fear of God, perfected holiness in the fear of God. Zwischen denen, die eine Gruppe, die zu diesem Punkt kommt und die perfekte Gerechtigkeit Christi angenommen hat oder in sich hat. And those amongst us who have formed characters after the order of Satan. Und zwischen denen und dann diejenigen, die unter uns den Charakter Satans entwickelt haben oder angenommen haben. It's at this judgment that it's at this final separation that Satan is cast out, so to speak. Und an diesem Gericht, an dieser schlussendlichen Trennung ist es, wenn Satan hinausgeworfen wird. And the church triumphant is established. Und die triumphale Gemeinde wird dann bestätigt. When we look at this history, we understand that we could break down this, we could open up this symbol of the midnight cry. Also wir verstehen, dass wir jetzt dieses Symbol des Mitternachtsrufes öffnen könnten. And you remember we identified that the separation is accomplished here in midnight B. Und ihr könnt euch erinnern, dass diese Trennung an diesem Mittelpunkt stattfindet an dem Mitternacht B. Because the foolish virgins are bound first. Denn die törichten Jungfrauen werden als erstes gebunden. And there comes a point in this binding off time period. Und dann kommt es zu diesem Punkt in dieser Zeit des Bindensperiode. When the foolish virgins are completely separated. Wenn dann die törichten Jungfrauen komplett getrennt wurden. And the wise begin to give their testimony. Und die weisen Jungfrauen beginnen dann ihr Zeugnis zu geben. This is the ensign that's lifted. Und das ist dann dieses Banner, was erhoben wird. And at this point it consists of the faithful priests. Und an diesem Punkt besteht dieses Banner aus den treuen Priestern. And it begins as the faithful priests, but we know at the midnight cry the Levites take their stand. The Levites, the midnight cry marks the third step and final separation for the Levites. Und dann wissen wir, dass der Mitternachtsruf der dritte Schritt für die Leviten darstellt. And from the midnight cry onwards. Und vom Mitternachtsruf dann fortan. The ensign consists of both priests and Levites. Dann besteht dieses Banner aus den Priestern und den Leviten zusammen. But of course, all of this can be brought to view in just this waymark that we identify as the midnight cry. Aber all dies kann natürlich in dieser einen Wegmarke, dem Mitternachtsruf, identifiziert werden. And let's read Isaiah 62. Und lasst uns nun Jesaja 62 lesen. Verses 4 to 5. Verse 4 bis 5. And it says, thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah. For the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Man wird dich nicht mehr verlassen nennen, noch soll dein Land als Wüste bezeichnet werden. Sondern man wird dich nennen Hephzibah, Freude ist in dir, und dein Land Beulah, eine verheiratete Frau. Denn der Herr wird Lust an dir haben, und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie ein Jüngling sich mit einer Frau vermählt, so werden sich deine Söhne mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam über seine Braut freut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Okay, so it might be useful to recap before going into these verses. Also es wäre jetzt vielleicht hilfreich, dass man jetzt nochmal so eine Wiederholung macht, bevor man in diese Verse hineingeht. Because we've gone to many different places. Denn wir sind zu vielen verschiedenen Texten und Versen gegangen. Because we're considering Isaiah 62. Wir schauen uns hier nämlich Jesaja 62 an. And how it parallels Zechariah 9.
Und wir zeigen auf, wie es in parallel zu Sacharja Kapitel 9 steht. As a narrative that is identifying the enzyme. In dem Lichte, dass dies das Banner aufzeigt. Locating it in the line of history. Und es in der Geschichte platziert. And elaborating on its significance. Und indem man seine Wichtigkeit anschaut oder ja. In fact, let's just go back to page 39. Also lasst uns nun zu Seite 39 zurückgehen. And read verses 1 to 3 again. Und lasst uns nochmal die Verse 1 und 2 lesen. And it says, for Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. Also Vers 1 bis 3. Um Zions Willen werde ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen werde ich nicht ruhen, bis die Gerechtigkeit daraus wie Lichtglanz hervorkommen wird und die Erlösung wie eine brennende Lampe. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deiner Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, denn der Mund des Herrn bestimmt wird. Und du wirst eine Krone der Herrlichkeit in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Alright, so verse 1 identifies Zion and Jerusalem, which is the midnight cry. Also Vers 1 zeigt uns auf, dass Zion und Jerusalem, wir wissen, dass dies der Mitternachtsruf ist. And the Gentiles shall see Jerusalem's righteousness. Und die Heiden werden die Gerechtigkeit Jerusalems sehen. We showed that at the big picture. Und wir haben schon aufgezeigt, dass in diesem großen Bild righteousness is demonstrated at the second step. Dass Gerechtigkeit am zweiten Schritt kommt. When we view the everlasting gospel in this history, und wenn wir uns jetzt das ewige Evangelium in dieser Geschichte anschauen, as speaking of as identifying sin, righteousness and judgment, in dem Lichte von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, we also identified that it's at this second step where righteousness is manifested. Dann haben wir auch gezeigt, dass es hier am zweiten Schritt ist, wo die Gerechtigkeit manifestiert wird. That the Gentiles begin to see the righteousness of the church triumphant. Und dass an diesem Punkt die Heiden die Gerechtigkeit der triumphalen Gemeinde sehen. As we see in Christ's wilderness experience. Und wie wir in dieser Erfahrung, die Christus in der Wüste hat, sehen können. In his demonstrating his victory over the three temptations. Und in dieser Erfahrung, die er hat über die drei victory, über die Siege, die er in diesen drei Versuchungen hat. Victory over the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sieg über das Fleisch, victory über lust of the flesh. Also Sieg über die Lust des Fleisches. Lust of the eyes. Die Lust des Augens. And the pride of life. Und Stolz des Lebens. He was demonstrating righteousness. Also dadurch demonstrierte er Gerechtigkeit, which is the second step, welches der zweite Schritt ist. He was demonstrating it in the third step. Und er hat das in dem dritten Schritt demonstriert. So the first and second steps are repeated in the third. Also der erste und zweite Schritt werden unter dem dritten wiederholt. And it says in verse 2 that after the Gentiles see his righteousness, that they shall be called by a new name. Und wir sehen hier im Vers 2, nachdem die Heiden die Gerechtigkeit sehen, wird Gottes Volk bei einem neuen Namen genannt. And we identified a new name in connection with a covenant being established. Und wir haben schon aufgezeigt, dass dieser neue Name, dieses Symbol des neuen Namens aufzeigt, dass hier ein Bund eingegangen wird. The covenant again is established with the faithful priest at the midnight cry. Und dieser neue Bund wird bestätigt mit dem Priester am Mitternachtsruf. And these people with whom he enters into covenant with. Und diese Leute oder dieses Volk, mit denen er einen Bund eingeht, they're described as a crown of glory in the hand of the Lord. Sie werden beschrieben als eine Krone der Herrlichkeit in der Hand des Herrn. So now we turn back to page 41. Also lasst uns nun zurückgehen zu der Seite 41. And we read verse 4. Und wir haben Vers 4 gelesen. Where it's identifying marriage. Wo uns hier die Hochzeit, eine Ehe oder eine Hochzeit wird uns hier aufgezeigt. So what is marriage? Also was ist die Ehe? Marriage is a covenant. Die Ehe ist ein Bund. Right, and we see a marriage at the midnight cry. The central theme
of the midnight cry is marriage. Also wir sehen, dass dieser zentrale Punkt des Mitternachtsrufs eine Ehe ist. Thy land shall be married, and verse 5. Dein Land wird verheiratet sein, und Vers 5 dann. I read it says, for as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Lesen wir es nochmal. Denn wie ein Jüngling sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden sich deine Söhne mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam über seine Braut freut, so wird sich dein Gott über dich freuen. So virgins, bridegroom, bride. Also wir sehen hier Jungfrauen, Bräutigam und Braut. What is this talking about? Um was geht es hier? This story about Matthew 25. Es spricht hier doch über Matthäus 25. The parable of the 10 virgins. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Which is fulfilled amongst the priests at the midnight cry. Welches innerhalb der Priester am Mitternachtsruf seine Erfüllung findet. And he's rejoicing over the wise virgins. Und er freut sich hier über die weisen Jungfrauen. Because they have, like Israel, gained the victory. Denn wie Israel haben sie diesen Sieg erlangen. They have gained victory with God. Denn sie haben durch Gott oder mit Gott den Sieg erlangen. And they are sealed for all eternity. Und sie sind versiegelt bis in alle Ewigkeit. Isaiah 62, verses 6 to 7. Also dann jetzt Jesaja 62, die Verse 6 bis 7. On the top of page 42. Am Anfang von Seite 42. And it says, I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace, day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence, and give him no rest, till he establish, and till he make Jerusalem a praise in the earth. Ich habe Wächter auf deinen Mauern gestellt, O Jerusalem, die weder Tag noch Nacht schweigen sollen. Die ihr den Herrn erwähnt, schweigt nicht und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er zu einem Ruhm auf Erden macht. Okay, so do we see how God's word is telling the same story? We're seeing the same things being brought to view again and again. Also sehen wir, wie Gottes Wort immer die gleiche Geschichte erzählt, immer die gleichen Sachen kommen auf. Because God knows that in order to make us understand. Denn Gott weiß es, dass wenn er möchte, dass wir verstehen, he needs to repeat himself. Dass er sich immer wieder wiederholen muss. And I don't know how you learn. Und ich weiß nicht, wie ihr lernt. But I learn through repetition. Aber ich lerne durch Wiederholung. I need to see something again and again and again in different ways. Ich muss etwas in immer wiederholt, sogar in anderen Formen sehen. So let's look at this these two verses briefly. Also lasst uns nun jetzt diese zwei Verse anschauen. So we've already marked the establishment of Jerusalem at the midnight cry. Also wir haben bereits schon drüber gesprochen, dass Jerusalem am Mitternachtsruf bestätigt wird. And I just want to introduce another line of thought that corroborates this one. Und ich möchte noch einen weiteren Gedanken hier mit einfließen lassen, der zu diesem Thema passt. But that helps us understand some of the developments within the church in relation to this Weimar. Und dies hilft uns dann zu verstehen, dies helps us to understand. Helps us to place this Weimark, the events in this Weimark. Okay, also dies wird dann uns helfen, die Ereignisse in dieser Wegmarkierung zu platzieren. Within the context. In dem Kontext. Of what's taking place in Adventism. In dem Kontext, was im Adventismus passieren wird. At the same time. Zur gleichen Zeit. When we look at David, wenn wir uns David anschauen, this is not in your notes, so I'm just putting it out for you to look into in your own time. Also, das ist jetzt nicht in euren Notizen, aber ihr könnt es in eurer eigenen Zeit dann weiter studieren und nachstudieren. If you look at the history of David, he was anointed 4 times. Also, wenn wir uns jetzt die Geschichte Davids anschauen, dann sehen wir, dass er 4-mal anointed gesalbt wurde. Danke. And we know that in our history there are 4 principal waymarks. Und wir wissen, dass es in unserer Geschichte oder in unserer Linie 4 Hauptwegmarkierungen gibt.
And these four anointings that David underwent, they parallel these four principal waymarks. Und diese vier Salbungen Davids stehen zur Parallele mit diesen vier Hauptwegmarken in unserer Linie. The first time he was anointed by Saul in secret. Also das erste Mal, als er gesalbt wurde, wurde er heimlich von Samuel gesalbt. And that parallels 1989. Welches parallel zu 1989 steht. The second time he was anointed king over Judah. Und das zweite Mal wurde dann zum König von Juda gesalbt. Paralleling 9/11. Welches parallel zum 11. September steht. And the third time he was anointed king over the whole of Israel. Und dann beim dritten Mal wurde er über ganz Israel gesalbt. And the fourth time we identify that he anointed himself. Und beim vierten Mal hat er sich dann selber gesalbt. He anointed himself following the death of his son with Bathsheba. Und er hat sich selber gesalbt, nachdem sein Sohn gestorben ist in Beersheba. And the death of his son was a judgment for his sin. Und der Tod seines Sohnes war ein Gericht über seine eigene Sünde. Paralleling the judgment at the Sunday law. Welches zur Parallele steht zum Sonntagsgesetz oder zum Gericht am Sonntagsgesetz. So what this line helps us to understand in relation to this line. Also was uns nun diese Linie hilft zu verstehen, wenn wir es auf die obere Linie dann in Bezug auf die obere Linie. Is that this line here is identifying the establishment of the church triumphant at this waymark. Dass diese Linie hier aufzeigt, dass Jerusalem am Mitternachtsruf bestätigt wird. But God's dealing with his people is he deals progressively. Aber das Handeln mit Gott handelt mit seinem Volk immer voranschreitend. Even in nature. Sogar in der Natur sehen wir das. He gives the lesson of seed sowing. Er gibt uns diese Lehre, wenn man den Samen sät. The seed that you plant today. Dass du den Samen, den du heute säst, does not grow up and bear fruit in an instant. Dass dieser Samen nicht aufgeht und dann gleich Frucht bringt. There's a development over a period of time. Wir sehen eine Entwicklung über eine Zeitperiode hinweg. So what we see here in this line of David. Also was wir hier nun in dieser Linie von David sehen, is the progressive development of this church triumphant. Dann sehen wir diese voranschreitende Entwicklung der triumphalen Gemeinde. We could say that David represents the church triumphant. Und wir haben gesagt, dass David die triumphale Gemeinde aufzeigt oder darstellt. Or we'll say the remnant. Oder die übrigen. And what's taking place at the same time that David is on the stage being anointed? Und was zur gleichen Zeit passiert, während David hier auf der Bühne sozusagen ist und gesalbt wird? Saul is king. Da ist Saul ist König. And Saul this whole time is fighting David. Und Saul geht gegen David an, er bekämpft ihn. But what we see, and Saul is a symbol of Adventism. Saul ist ein Symbol des Adventismus. So what we see over the course of this history. Und also was wir nun in dieser Geschichte dann sehen. Is the progressive raising of the house of David. Sehen wir diese voranschreitende Erheben des Haus Davids. And the progressive decline of the house of Saul over these waymarks. Und diesen voranschreitenden Fall des Hauses Sauls in dieser Geschichte, in diesen Wegmarken. So as God is establishing this church triumphant, as he's establishing Jerusalem, which is Israel. Also wenn wir jetzt sehen, dass am Mitternachtsruf Gott Jerusalem bestätigt oder auch die triumphale Gemeinde, welches Israel ist. He's at the same time passing by the house of Saul. Dann zur gleichen Zeit geht an diesem Haus Sauls vorüber. It's something that you can see throughout God's word. Das ist etwas, was wir in dem ganzen Wort Gottes wiederholt sehen können. That when he's entering into covenant with one people, dass wenn den Bund mit einem Volk eingeht, he is passing by another people. Dass an einem anderen Volk vorübergeht. When he entered into covenant with the Christian church, als den Bund mit der christlichen Gemeinde einging, over the final week of the 490 years, in der letzten Woche der 490 Jahre oder Zeitprophezeiung,
He was passing by the Jewish nation. Dann ist er an diesen Juden oder das Volk der Juden vorübergegangen. And when he was entering into covenant with Adventism. Und als er den Bund mit den Adventisten einging, he was at the same time passing by the Protestant churches. Ging er zur gleichen Zeit an den Protestanten vorüber. And now as he's entering into covenant with the church triumphant. Und als er, wenn er jetzt nun in diesen Bund eingeht mit der triumphalen Gemeinde, we have at least those two witnesses that he is passing by the Adventist church. Dann haben wir schon bereits zwei Zeugen, dass er auch jetzt an den Adventisten dann vorübergehen wird. So in this passage that we read is identifying the marriage and the covenant. Also diesen Text, den wir gelesen haben, der die Ehe aufzeigt und diesen Bund. We need to understand within the larger context of what God is doing within Adventism as well. Dann müssen wir verstehen, auch durch den Kontext, was Gott im Adventismus passieren lässt oder vollbringt. Let's continue on. Also lasst uns weiterlesen. With Isaiah 62, verses 8 to 10. Also in Jesaja 62, die Verse 8 bis 10. And it says, the Lord hath sworn by his right hand and by the arm of his strength, surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies, and thy son and the sons of the stranger shall not drink thy wine, for the which thou hast labored. But they that have gathered it shall eat it, and praise the Lord, and they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness. Go through the gates, and prepare the way of the people. Cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for thy people. Da heißt es, der Herr hat der Herr hat bei seiner Rechten und bei dem Arm seiner Stärke geschworen, ich werde dein Getreide gewiss nicht mehr deinen Feinden zur Speise geben und die Söhne der Fremden sollen dein Wein nicht trinken, für den du gearbeitet hast, sondern die es sammelten, die sollen es essen und den Herrn preisen und die ihn einbringen, die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meiner Heiligkeit. Geht durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, werft auf den Weg, lässt die Steine heraus, erhebt ein Banner für das Volk. Okay, so we see the doubling. Also wir sehen hier die Verdoppelung, that we discussed yesterday. Welche wir bereits schon gestern besprochen haben. Go through is said twice. Also hier wird zweimal geht durch erwähnt. And cast up. Werft auf. So we have a double doubling. Also wir haben eine Verdoppelung der Verdopplung. But again, this is at the midnight cry. Aber wiederholt, das ist am Mitternachtsruf. And a connection with this, what is it saying? Lift up the standard for the people. Und in Verbindung mit diesem Vers steht es, erhebt ein Banner für das Volk. And again, this standard, the church triumphant, is being lifted up that the people of the world may see. Und wiederum sagen wir, dass dieses Banner für das Volk erhoben wird, dass die triumphale Gemeinde für die Welt erhoben wird. That they may see it for a testimony before the end of the world comes. Dass sie dieses Banner als Zeugnis sehen, zuvor das Ende kommt. So let's finish this passage, Isaiah 62, verses 11 to 12. Also lasst uns jetzt noch den Ende dieser Verse lesen, dieses Kapitels. And it says, behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Behold, his reward is with him, and his work before him. And they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord. And thou shalt be called sought out, a city not forsaken. Da ist es, siehe, der Herr hat es bis an das Ende der Erde verkündigt. Sage der Tochter Zion, siehe, deine Erlösung kommt. Siehe, dein Lohn ist bei ihm und sein Werk vor ihm. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich will man nennen, die aufgesuchte, eine nicht verlassene Stadt. So when we look at this passage, the ensign is the holy people, the redeemed of the Lord. Also wenn wir jetzt in diesen Vers hineinschauen, dann sehen wir, dass das heilige Volk die Erlösten des Herrn sind. But there's a powerful thought, at least it's powerful for me. Und hier gibt es einen kraftvollen Gedanken in hier, zumindest ist es kraftvoll für mich. That at this point they are the redeemed. Dass an diesem Punkt sie die Erlösten sind. We know that we are going to go through the worst crisis that this world has ever seen. Wir wissen, dass wir durch die größte Krise hindurchgehen werden, die Welt je gesehen hat. But for me, it was a comforting promise. Aber für mich war es eine Beschwichtigung oder eine gute Verheißung.
that whatever happens here, eine tröstende Verheißung, dass was auch hier passiert, and subsequent to the Sunday law in the great time of trouble, und in dem Sonntagsgesetz und der großen Trübsal, if you come here on the right side of the issues, dass wenn man hier auf der richtigen Seite steht, you're saved, dass man gerettet ist. Do you see that? Könnt ihr das sehen? For me, that was a powerful realization. Für mich war das eine kraftvolle Wahrnehmung. Danke. You know that whatever can happen to you afterwards, Satan can kill the body. Dass auch was immer danach passiert, Satan kann den Körper töten. But if you successfully navigate your walk to this point, you are redeemed. Aber wenn du dein Leben bis zu diesem Punkt bringst und du richtig gehandelt hast, dann bist du erlöst. That was a powerful thought. Das war ein kraftvoller Gedanke. And there's more that can be said about that passage, but let's continue. Man kann noch mehr über diesen Text sagen, aber wir wollen jetzt nun weitergehen. Isaiah 11, verse 10. Jesaja 11, Kapitel 11, Vers 10. And under there it says, outcasts of Israel. Und da heißt es, die Verstoßenen Israels. And says, we'll read verse 10, says, and in that day there shall be a root of Jesse, and shall stand for an ensign of the people, to it shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. Da heißt es, und an jedem Tag wird es ein Wunder, eine Wurzel Isaias geben, der als Banner für das Volk dasteht. Nach ihr werden die Heiden suchen, und seine Ruhe wird herrlich sein. Okay, so the root of Jesse, we know, is at the primary level is Christ. Also wir wissen, dass diese Wurzel Isais in einem General oder in erster Linie Christi ist. But here we're saying it's Christ as represented by his people. Aber hier sagen wir, dass es Christus ist, der durch sein Volk dargestellt wird. And this root of Jesse is standing for an ensign of the people. Und diese Wurzel Isais wird als Banner für das Volk dastehen. And what's its purpose? Und was ist nun sein Zweck? It's being raised, it says, that Gentiles shall seek it. Es wird erhoben, damit weil die Heiden es suchen. And his rest shall be glorious. Und seine Ruhe wird herrlich sein. What is this rest that is glorious? Was ist diese Ruhe, die herrlich ist? At the midnight cry. Den Mitternachtsruf oder am Mitternachtsruf. Well, we know the rest could be looked at in many different ways. Und wir wissen, dass man diese Ruhe in verschiedenen Art und Weisen sie betrachten kann. I heard? No? I thought I heard what I was thinking. Okay. Yeah, the Sabbath rest. Also die Ruhe kann den Sabbat darstellen oder die Sabbatruhe. Because in our Q&A yesterday, unfortunately I don't think it was recorded. In unserer Fragen- und Antwortstunde, ich glaube, wir haben sie nicht aufgenommen gestern. We saw how the characteristics that we see at the Sunday law. Haben wir gesehen, dass die Charaktereigenschaften am Sonntagsgesetz. We see at the midnight cry. Wir auch am Mitternachtsruf sehen. And we see them at midnight also. Und auch um Mitternacht. And we know that the Sunday law is when the issue of Sabbath versus Sunday takes center stage. Und wir wissen, dass am Sonntagsgesetz dieses Thema oder dieser Kampf den Sabbat und den Sonntag stattfindet. But it begins here at the midnight cry. Aber es beginnt schon hier am Mitternachtsruf. The rest, the Sabbath rest is glorified. Die Sabbatruhe, diese Ruhe ist verherrlicht. As we've read that the Sabbath is going to be proclaimed more fully. Und das sehen wir, indem wir gelesen haben, dass der Sabbat in einer vollkommener Art und Weise gepredigt wird. The rest is also the latter rain. Die Ruhe ist auch der Spätregen. Okay, so that's in your notes. Und das ist in euren Notizen. Let's continue with Isaiah 11. Lasst uns mit Jesaja 11 fortfahren. And it says, and it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt and from Pathros and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea.
And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Also Verse 11 und 12. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, retten aus Syrien und aus Ägypten und von Patros und von Kusch und von Elam und Sinia und von Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Völker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Okay, so when you look in this passage, also wenn man sich jetzt diesen Text hier anschaut, Christ is saying he's raising his hand to gather his people the second time. Dann sagt uns Christus hier, dass er seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken will, um sein Volk zu sammeln. So the question is, when was the first time? Also dann wirft das die Frage auf, wann war denn das erste Mal? If what we're seeing in our history is the second time. Wenn das, was wir in unserer Geschichte, heutigen Geschichte sehen, das zweite Mal ist. We read in Isaiah 46, verse 10 and 11, that God declares the end from the beginning. Wir lesen in Jesaja 46 die Verse 10 und 11, dass der Herr das Ende vom Anfang aufzeigt. The gathering he accomplished at the beginning of Adventism typifies the gathering he's accomplishing now at the end. Also diese Sammlung, die er am Anfang des Adventismus vollbracht hat, typifiziert die Sammlung, die er am Ende des Adventismus vollbringt. The history of the gathering of the Millerites is a type of the gathering of the 144,000. Also die Geschichte der Sammlung der Milleriten ist ein Typus für die Sammlung der 144,000. And the history of the gathering of the Millerites is the history of Philadelphia. Und die Geschichte der Sammlung der Milleriten ist die Geschichte der Sammlung von Philadelphia. And when he's gathering his people the second time, und wenn er nun jetzt sein Volk zum zweiten Mal sammelt, we know his people today are Laodicea, dann wissen wir, dass sein Volk hier heutzutage Laodicea ist. But what's taking place now is the restoration of Philadelphia. Aber was heutzutage stattfindet, ist diese Restoration, die Wiederherstellung, danke, von Philadelphia. And if you look in these verses that we just read, und wenn wir uns jetzt diese Verse anschauen, die wir gerade gelesen haben, it says, if we count the number of nations from which God's people are gathered, dann und wenn wir dann diese Nationen zählen, von denen Gottes Volk gesammelt wird, there's Assyria, Egypt, Patros, Kush, Elam, Shinar, Hamath, and the islands of the sea. Da sehen wir Assyrien, Ägypten, Patros, Kush, Elam, Sinia und Hamat und von den Inseln des Meeres. And the number 8 is a symbol of there are 8 of them. Also wir haben hier 8 Nationen. And the number 8 is a symbol of restoration. Und die Nummer 8 ist ein Symbol der Wiederherstellung. When you look at the flood. Also wenn man jetzt uns die Flut anschaut. When the entire earth was destroyed by a flood. Als die Erde durch eine Flut zerstört wurde. God saved 8 people to restore it. Da hat Gott 8 Leute gerettet oder Menschen gerettet, die Erde wiederherstellen sollten. Noah and his family. Noah und seine Familie. And when you look at circumcision, und wenn man jetzt die Beschneidung anschaut, which is a symbol of conversion and the new birth experience, welches ein Symbol für die Umkehrung oder Bekehrung oder des Neugeborenwerdens ist, children were circumcised on the 8th day. Dann Kinder wurden am 8. Tag beschnitten. So as God is gathering his people the second time, also wenn jetzt Gott nun sein Volk zum zweiten Mal sammelt, he is restoring that which he established at the first. Dann tut er das wiederherstellen, was er beim ersten Mal schon bestätigt hat. Which is Philadelphia. Welches Philadelphia ist. And we read Isaiah 66 verse 5. Und wenn wir Jesaja 66 Vers 5 lesen. It says, hear the word of the Lord, ye that tremble at his word. Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified, but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. Heißt es, höret das Wort des Herrn, ihr, die ihr von seinem Wort erzittert. Es höhnen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen und sagen, lasst uns dem Herrn verherrlichen, aber er wird zu deiner Freude erscheinen und sie sollen beschämt sein. The people that are gathered in this restoration, dieses Volk, was in dieser Wiederherstellung gesammelt wird, they are people who have the experience. Dann sind dies Menschen, die Erfahrung haben. Of taking a message to God's people. Die Erfahrung haben, dass sie eine Botschaft zum Volk Gottes bringen. That we know Isaiah, Ezekiel and Jeremiah tell us that they won't hear it.
wo uns gesagt wird in Ezekiel und Jeremia und Jesaja, dass sie es nicht hören wollen. And they are cast out for it. Und deswegen werden sie hinausgeworfen. And God is giving the promise that they cast you out. Und Gott gibt uns hier die Verheißung, dass sie uns hinauswerfen werden. Saying, let God be glorified. Und sie sagen, lass Gott verherrlicht werden. But he shall appear to your joy and their shame. Aber er wird zu unserer Verherrlichung und zu unserer Freude und zu deren Beschämen erscheinen. We know that this is going to be fulfilled at Christ's second coming. Und wir wissen, dass dies zum zweiten Kommen Jesus sich erfüllen wird, dieses. But it's something that we see in God's word. Aber da ist etwas, was wir im Wort Gottes sehen. That the foolish virgins in this, the people who reject the truth. Dass diejenigen, die die Wahrheit ablehnen. Whichever class you speak of. Auch welche Klasse, warum auch welche Klasse wir auch drüber sprechen. Priests, Levites or 11th hour workers. Also Priester, Leviten oder Arbeiter der 11. Stunde. They go into strong delusion that they may believe a lie. Sie gehen in starke Täuschung oder bekommen starke Täuschung, dass sie eine Lüge Glauben schenken. But inspiration also brings to view it's called a fearful awakening. Aber die Inspiration zeigt uns auch, dass es hier eine furchtbare Erwecken geben wird. There will come a time when these people will realize that they've been deceived. Da wird es eine Zeit geben, wo diese Menschen erkennen werden, dass sie getäuscht worden sind. And they will run from north to east. Und sie werden vom Norden bis zum Osten rennen. Seeking the word of the Lord. Und das Wort Gottes suchen. Seeking to retrace their steps. Um ihre Schritte wieder zurückzugehen. And see at what point they began to get off the path. Um zu sehen, an welchem Punkt sie vom Pfad abgekommen sind. But it's too late. Aber es ist zu spät. That's a fearful realization. Aber dies ist eine sehr furchtbare Erweckung oder Erkenntnis. That some will have. Die einige haben werden. To be alive. Um am Leben zu sein. And know that you are lost. Und zu wissen, dass man verloren ist. And there's no more repentance for you. Und da gibt es kein Zurück oder Bekehrung mehr für dich. And Christ comes in type. Also Christus kommt im Typus. At the midnight cry. Also er kommt als Typus am Mitternachtsruf. This is when he's appearing to glorify one people. Das ist, wenn er kommt, um ein Volk zu verherrlichen. But to the other people in the course of time, it'll be to their shame. Und zur gleichen Zeit wird es für eine andere Gruppe als Beschämung sein. Alright, and okay, so one last point about this verse here in verse 5. Also noch ein letzter Punkt jetzt über diesen Vers 5. This experience described in verse 5. Diese Erfahrung, die uns hier im Vers 5 aufgezeigt wird. Of taking the message to the rebellious house and being cast out for it. Dass man diese Botschaft zu diesem Haus, zu diesem rebellischen Haus bringt und da deswegen herausgeschmissen wird. This is an experience that we must have. Dies ist eine Erfahrung, die wir haben müssen. It is part of our sealing process. Es ist Teil unseres Versiegelungsprozesses. It's the means through which God develops within us that forehead of flint. Es sind die Dinge, die Gott gebraucht, damit wir diesen Feuerstein oder diese harte Stirn entwickeln. To settle us into the truth in a manner that we cannot be moved. Um uns in die Wahrheit hineinzusetzen oder zu gründen, dass wir nicht bewegt werden können. There's more we can say about that, but we're out of time. Da ist mehr, was wir dazu sagen können, aber uns ist die Zeit ausgegangen. Let's close the prayer. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Father in heaven, we thank you for your word. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir für dein Wort danken. We thank you for the light that you've revealed in clear and simple lines. Wir möchten dir danken für das Licht, das du uns gezeigt hast in einer einfachen Art und Weise. So clear, Lord, that no soul need lose their way. Dass es so klar ist, dass es keine Zweifel aufgibt. Help us, Lord, to be faithful in making this light our own. Herr, helf uns, dass wir treu sind, dass wir dieses Licht unser eigenes machen. And Lord, it is my prayer and my prayer for everyone in this room. Herr, und es ist mein Gebet für jeden hier in diesem Raum. That dear Father, we may be part of that ensign that you will lift up. Dass wir, Herr, ein Teil dieses Banners sind, das du erheben wirst. In this time to which all the prophets desired to be in.
zu dieser Zeit, wo alle Propheten in dieser Zeit sein wollten. In this time in which all heaven is interested in what's taking place on the earth. In dieser Zeit, wo der ganze Himmel interessiert ist, was auf dieser Erde passiert. Help us by our lives, Lord. Helf uns in unserem Leben. To give a testimony that will reverberate through all eternity. Dass wir ein Zeugnis geben können bis in alle Ewigkeit. Bless the proceedings of the day, we pray. Und sei auch bitte mit den segne die Seminare oder die Präsentation weiterhin in diesem Tag. For we ask it in Jesus' name. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.